innere Unruhe ist wie ein ganz nervöses Kribbeln, wie ein Ameisenhaufen. Alles ist aufgeregt, alles ist Alarm, 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 ja. Man spürt den Körper, dass er nicht im Reinen mit einem selbst ist. Ich habe das Gefühl, nicht in meiner Mitte zu sein, wenn ich unruhe Zustände habe. Das sind Gedanken, die kreisen, das Gefühl, man ist nie genug. Das sind manchmal die Wochen, wo man auch wirklich Angst hat, über den Tag zu kommen. Ich hatte schon Angst, dass ich nie mehr richtig schlafen kann und dadurch auch einfach dem Job nicht mehr gewachsen bin. Das Thema Schlafstörung belastet mich jetzt tatsächlich schon eine Weile. Ich weiß gar nicht mehr, wie guter Schlaf sich eigentlich anfühlt. Also die Gedanken vom Tag kreisen im Kopf. Irgendwie fange ich an, mir Sorgen zu machen, ob ich das alles schaffe. Das hättest du besser machen können. Das hat nicht geklappt. Oh Gott, ich habe das vergessen. Du weißt genau, du musst jetzt schlafen, aber deine ganzen Gedanken lassen das überhaupt nicht zu. Das macht ein totales Chaos. Man hat auch dann immer einen Druck, immer dann wieder einschlafen zu wollen. Und das funktioniert einfach nicht. Und dann wird man irgendwann vielleicht auch einfach traurig oder auch sauer. Und man findet nicht die Ruhe und man ist früh wie gerädert. Man steht auf und denkt, man hat überhaupt nicht geschlafen. Und ich war müde, ich war abgeschlagen, sehr unglücklich. Ja, ich habe was gesucht, was mich sanft in den Schlaf bringt und was den Druck abfallen lässt. Und dann war es für mich ein schöner Aha-Effekt, als ich auf Nervoregin gestoßen bin. Und es hat funktioniert. Also ich schlafe ruhiger. Das ist ein Präparat ohne Nebenwirkungen. Man ist wirklich nicht down. Also man hat auch nicht irgendwo so einen Hangover-Effekt. Gibt mir Stabilität. Und das hilft mir einfach, organisierter durch den Tag zu gehen. Das hilft mir, runterzukommen tagsüber und abends echt durchzuschlafen. Ich wache früh morgens eben auf und denke so, hey, ja, kann wieder von vorne losgehen. Und das ist ein gutes Gefühl.